Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13. So, wir haben in der letzten Folge endlich diesen Gegner erledigt. Hallo. Moment mal. Ganz hinten, das war doch auf dieser Überdachung von dem Haus. Da hat auch so eine Statue gelegen. Okay, ich spreche dich jetzt erstmal an. Oh, ist die schön. So, this is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Fauci. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Cocoon, where the slayers of Lindsay dwell, is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falsi determined Pulse's will, chose Lissy, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falsi, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Alice, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete, the Lissi were taken to the enemy's land by Bartandalus, curse his name. And the goddess said, Lissi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again, to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Yeah, you don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some maker's sure to roll up and save the day. As long as Falci are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Deisley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We're Lissi. It's not like we can make people stop fighting. Lightning, you told me on Cocoon. It's not a question of can or can't. We just do it. That's our only choice this time. Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. But even then, isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves. Okay, kids have gone crazy. Revolutionaries always get cold crazy. Waren sie nicht schon immer verrückt? When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. But I shouldn't have wished for that. Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise, no matter what. I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for, huh? And we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. Ja, sie ist nicht der Typ für sowas. All right then. Let's tie up loose ends. Okay. Right. All right. Yeah.
Okay. So, jetzt stopp. Jetzt liegt die hier. Bin ich ja neugierig. Jetzt müsste ich nochmal zurück auf das Dach. Aber wenn ich jetzt den kompletten Weg nochmal zurücklaufe, dann bin ich vermutlich nur zurückgelaufen für nichts, weil die dann vermutlich auch nur jetzt hier so liegen wird wie die hier jetzt. Okay. Neugierig bin ich trotzdem. Okay, ich ignoriere das. Ich werde es ignorieren. Wir werden ja später irgendwann ja nochmal hierhin zurückkommen können, ne? Spätestens hier mit Ragnarok. Ja, ich möchte einsteigen, das war schon richtig. Dieses Schiff liegt nach Cocoon. Wirklich aufbrechen? Nein. Ich möchte nicht aufbrechen. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich laufe doch nochmal zurück. Und werde euch einfach gleich wieder mit hinzufügen. So, hier bin ich. Zwar nicht ganz dort, wo ich sein wollte, weil man das auch von hier erkennen kann. Und zwar dort hinten. Diese lilane Spitze, die man dort sehen kann. Also, so wie es aussieht, liegt diese Statue immer noch auf dem Boden. Ich habe auf dem Weg hierhin 3 Zufallskämpfe bestritten. Und die werden mir jetzt vermutlich dann auch auf dem Rückweg wieder passieren. Also, wir sehen uns dann gleich wieder an der Ragnarok. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was hier jetzt passiert, wenn wir einsteigen. Ah, ich kann. Gut. Steigen wir von weiter hinten aus ein. Auch gut. Even if we were chasing shadows, our minds were made up. We'd realized along the way that choice was the only thing we had left. Maybe we'd fall short. Maybe we'd never even come close. But someone, someday, would know we'd tried. Schön das aussieht. Oh oh. Okay, ich dachte, das wäre jetzt noch ein Boss. Das Kapitol Eden. Es gab doch auch eine Bestie, die hieß Eden, oder? People await your address. And so we greet the new dawn. People of Cocoon, my fellow citizens. We have survived the twilight, and gather now to welcome the dawn of the day on which we decide our fate. Many are the lessons we have learned during our long night of hardship and sacrifice. And now we face choices. Komm mir gerade vor, als wären wir im Blitzballstadion. Bitte sagt mir nicht, dass es so ein Minigame sein wird. Und da kommen wir. Ah, jeder. Oh, hallo Alexander. Eggetan und Alexander, das sind, glaube ich, so meine 2 Favoriten. Ja, einer muss
Aufbau machen, ne? Und das ist in dem Fall Snow. Wie so oft. Oh oh. Ups. Nein, das möchte ich nicht. Nein, nein. Ah, der ist mit Shiva unterwegs, ne? Shiva ist doch ein Motorrad. Oh. Sehr gut, Alexander. Blatt gemacht. Geht alles so schnell. Hackathon. Oh oh. Wie die Megazords bei den Power Rangers, ne? Sehr schön. Das ist bisher die schönste Szene aus dem ganzen Spiel. Oh oh. Oh nein, 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 nein. Ich hab's geahnt. Okay. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab nicht gespeichert. Ich glaube, das ist nicht so toll. Ich setz nochmal den Klingensturm ein. Donnerfall. Oh oh. Ich hoffe ja, dass ich die Schockleiste fülle. Okay, das war's. Bitte sag mir nicht, dass ich jetzt kaputt bin oder so. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Erledigt. Ah, okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, okay. Super. Sehr schön. Danke. Das war ja einfach. Die Tesla-Turbine. Das ist gut. Die bringt ganz viele Punkte. Wenn ich die Waffen modifiziere. Na, das hier war ja noch. Gott sei Dank. Easy, in Anführungszeichen. Hätte ich da jetzt auch verlieren können? Say again, Patrol, and speak clearly. The army's a pulse. They're using transgates. Transgates? How many coming through? Numbers unconfirmed. But it's a full-scale invasion. Eden's being overrun. Das sind keine Feinde. Es sei denn, sie kommen jetzt. Oh mein Gott. Das sind die doch aus der grünen Wiese. Die muss ich nicht bekämpfen, oder? Dann ist dieses Let's Play hiermit beendet, weil ich die nämlich nicht schaffe. Also ich bin mal stark davon überzeugt, weil die so groß sind. Ich habe noch nicht mal Behemoth geschafft. Oder hatte ich ihn hinge... Doch, ich glaube, geschafft habe ich ihn. Doch, ich habe die zwei gelegt bekommen, stimmt. Okay, vielleicht sollte ich mich doch ausprobieren. An army of creatures is attacking the city. It's a pulse invasion force. Your Eminence, we must evacuate. So, Reigns, is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a Falsies fancy now.
ended. Er war es aber nicht. Oder? Hat er es wirklich getan? Sieht so aus. Hätte ich nicht gedacht. Bist du jetzt Freund oder Feind? Weil du hast ja unseren Feind eliminiert. Und wenn nicht, dann war er halt nur für eine kurze Zeit unser Freund. They're saying Eden is crawling with pulse nasties. Fresh off the ark, I'd wager. This is out of control. What'll happen to Cocoon? It's all out war. Did we cause this by coming back? Or Tantalus' prediction? It's all coming true. Well, his future stops right here. We're the ones who decide what happens next. Let's get moving. Right. Okay. Okay. Darf ich die Gruppe ändern? Könnte ich es, wenn ich wollte? Paradigmen, Kampfmitglieder. Ich könnte sie tatsächlich tauschen, wenn ich wollte. Aber okay. Ich lasse die Finger davon. Das Einzige, was ich tun werde, ist nach den Paradigmen schauen. Brecher, Verteidiger, Heiler. Das ist in Ordnung. Allerdings möchte ich nicht... Oder obwohl, das können wir so lassen. Ich kann ja das Startparadigma markieren. Verheerer, Verheerer, Manipulation. In Brecher haben wir nicht, ne? Brecher haben wir nicht. Wir haben auch keinen Augmentor mit Hast. Natürlich auch traurig. Ich brauche ein Hastmitglied. Tut mir leid. Vanille? Vanille, ich... Nein, das Spiel hat mir die Gruppe so... Ich lasse das so. Wir lassen es so. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Okay. Ich kann... Mein richtiger Weg ist... Hier vorne. Ich möchte aber erstmal nach hinten laufen. Wir laufen erstmal die falsche Richtung. Ich kann hier bestimmt das ein oder das andere noch mitnehmen, oder? So, hier gibt es nichts. Ich laufe trotzdem mal hier hin. Gut. Hier bin ich fertig. Dann rechts abbiegen. Hier ist auch nichts. Auch das ist in Ordnung. So, hier hinten scheint aber auch nichts zu sein. Ich kann hier aber hoch. Achso, hier bin ich doch gewesen, oder? Nein, ich bin auf der anderen Seite oben gewesen. Ich bin verwirrt. Es fängt schon gut an. Aber ich kann weder hier und hier noch was aufsammeln. Okay. Dann in die Mitte. Runter. Rechts. Hier ist auch nichts. Kann ich hier drüber laufen? Okay. Ich möchte mal runter. Ach du meine Güte. Nice. Okay. Für mich wäre das nichts. Das ist mir dann doch schon ein bisschen zu hoch. Okay. So, dann erstmal hier lang. Okay. Wir werden schon mit Monster konfrontiert. Gut, aber auch hier kann ich nichts aufsammeln. Was ist das? Ah, okay. Da brennt es einfach nur ein kleines bisschen. Okay, ich wurde gesichtet. Kein Problem. Ihr dürft mich gerne angreifen. Oder was ihr auch immer so mit mir vorhabt. Aber ich möchte erstmal hier so meine Runden drehen. Wenn man das hier so nennen kann. So, hier bin ich gewesen. Hier kann ich nichts aufsammeln. Alles klar. So, dann sind wir in der Mitte. Und jetzt willst du wahrscheinlich gegen mich kämpfen, ne? Das ist schon okay. Lass mich gerade noch hier durch, ob ich hier was tun kann, aber das kann ich nicht. Okay, dann kämpfen wir jetzt. Okay, ich bin gespannt. So, sie ist jetzt aber in der Heilerrolle, ne? Sie ist in der Heilerrolle. Ja, das hier ist ein bisschen, das hier ist nicht so meins. Manipulator. Escher. Ach du meine Güte. Nee, das hier kann ich nicht so lassen. Das ist ja eine Katastrophe, das hier. Das ist ja eine Katastrophe. Das möchte ich ändern. So, erledigt. Nicht ganz. Sehr schön. Und jetzt. Gut, dann haben wir jetzt nur noch den einen hier. Geheilt sind wir. Danke, Vanille. Sehr nett. Habe ich denn gar nichts?
Gut, dann machen wir das so. Sie kann ja gucken, dass die Schockleiste stabil bleibt. Durch Manipulator. Und somit bist du dann auch erledigt. Ist aber... So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, dachte ich mir schon. Aber immerhin eine Kristallträne. Gut, ich muss nochmal hier rein. Es tut mir so leid. So, Brecher würde ich gern drin lassen. Den Verteidiger würde ich dir gerne wegnehmen. Du den Verheerer. So, du Brecher. Oder nein, Verheerer, Verheerer, Manipulator. Ist in Ordnung. Dann, falls was schief gehen sollte, bist du der Heiler. So, Verheerer, Verteidiger, Manipulator. Nein, dann würde ich am liebsten dann doch hier den Verteidiger noch mit reinbauen. Verheerer, Verteidiger, Manipulator, Verheerer, Verheerer, Heiler. Dann haben wir hier einmal die grüne Kette und den grünen... Okay, Blitzschlag, eiserne Kaskade. Alles klar. Ich... Nein, doch nicht. Doch, es ist alles klar. Können wir so lassen. Okay, darf weitergehen. So, rechts, links, rechts. Ich entscheide mich für rechts. So, hier können wir nichts aufsammeln. Ist das richtig? Da auch nicht. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer zu glauben. Ist hier nochmal ein Speicherpunkt. Ach, ich laufe zurück. Ja, okay, ist angekommen. Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Lasst mich durch. Lasset mich durch. Bumm. Hier hat's geknallt, da ist was. Ja, ich hab dich gesehen. Irgendwas hat sich hier doch bewegt. So, hier ist aber nichts, so wie ich sehe. Mich wollt ihr doch haben. Ja, dich dürfen sie auch haben. Nichts dagegen. So, einmal. Dürfen dann Vanille auch gerade mitnehmen, ne? So. Ne, hier rüber. Oh, okay. Hier ist auch noch eine Schatzkiste. Schatzkugel. Hey! Bin die am Aufsammeln gewesen. Oh, ihr seid zu dritt. Okay. Dann Ruiga. Hau mal drauf. Sehr schön. Oh, Gift. Und das Ganze noch einmal. Zack. Einer ist erledigt. Einer ist weg. So, dann sind nur noch zwei da. Oder sollte ich sagen anderthalb? Okay. So, den dürft ihr... Können wir ihn bitte erledigen? Kommt. Ja, sehr schön. Okay, hier müssen wir aber jetzt 5 Sterne bekommen, ja? Dankeschön. 4500 Kristallpunkte gab es hier. Eine Kummerträne, also 2 Stück. Und eine Kristallträne erhalten. So, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Es gab aber noch eine Kugel. Löwenherz. Na, sag bloß. Squall würde sich doch darüber freuen. Ausrüsten. Löwenherz. Blitzschocker. Okay, eine Blankwaffe, von der man annimmt, dass sie ehemals von einem Lessie geführt wurde. Nimmt man das an, ja? 783. Löwenherz ist nicht so der Knaller. Ja, wissen wir, nehmen wir aber nicht. Gut, die hier ist besser. Nehmen wir die. So, wie sieht's bei dir aus? Du hast auch eine Waffe, die besser ist. 499. 504. Kraftkranz. Eine für das Militär neu entwickelte AMP-Technik steigert die Angriffskraft des Trägers. In Ordnung, ist genehmigt. So, wie sieht's hier aus? Schau mal, die Himmelsachse. Magiewerte sind dann auch gestiegen. Okay, das lassen wir dann so. Vorerst zumindest. So, wie, ich muss jetzt auf die andere Seite, ne? Oder habe ich die aufgesammelt, die Kugel? Ich weiß es nicht mehr. Einmal im Kampf und dann weiß ich schon gar nichts mehr. Gut, hier können wir nicht weiter. Hier gibt es nichts zum Aufsammeln. Okay, dann werde ich jetzt nochmal so in die linke Richtung. So, stopp, 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 stopp. Hier muss irgendwo eine Kugel gewesen sein. Ich habe die doch gesehen. Oder war das nur die? Ich habe doch 2 gesehen. Ja, da hinten. Da hinten ist sie. Da hinten ist die andere Kugel, die ich gesehen habe. Ich komme hier aber nicht durch. Warum komme ich hier nicht durch? Können wir das Teil mal bitte entfernen? Ich habe keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen, oder? Okay, Moment, Moment. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss hier mal kurz rüber gucken. Ei. Hier komme ich aber auch nicht hin. Ich muss wohl gegen dich kämpfen, um dorthin zu kommen. Kein Problem. Hoffe ich doch zumindest, dass das so kein Problem sein wird. Ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, ich werde sicherheitshalber mal noch in die Manipulatorrolle schlüpfen.
Nur um sicher zu gehen, dass wir das hier überleben und so. So, Schockzustand. So, Morbid. Morbid. Nicht Morbid. Morbid. Genau, Morbid. Kannst du das bitte einsetzen? Dankeschön. So, wir greifen trotzdem weiterhin an. So, Morbid ist aktiv. Hast du noch irgendwas anderes, was du auf ihn casten möchtest? Scheinbar nicht. Okay. Dann Blitzschlag. Dann machen wir ihn fertig. So, und erledigt. Sehr schön. So, Kristallpunkte. Wie viele lässt er uns da? 2080. Okay, und ein Elektrolytkondensator. Alles klar. So, da muss ich dort oben hin, um dorthin zu kommen. Alles klar. Müsste ja dann schon hier reichen. So, von dir aus komme ich... Ah, sie ist hier. Aber da komme ich auch... Doch, hier komme ich... Ich komme hier hin. Das dürfte reichen. So, dann kann ich... Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hat sich erledigt. War ein komischer Gedankengang. 9240 Gil. Okay. Hat sich gelohnt. So. Ich komme hier... Logischerweise nicht weiter. Aber... Nein, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. In Ordnung. Aber ich habe alles mitgenommen, was ich gesehen habe. Ich hoffe, da gab es nicht noch mehr. Aber ich bin eigentlich alles abgelaufen. Nicht eigentlich, ich bin alles abgelaufen. Ich müsste alles haben. So. Dann hier rechts rüber. Links. Und dann sind wir jetzt auf der geraden Strecke. So. Stehen bleiben. Ich muss erstmal hier jetzt gerade alles durchsuchen. Durchsuchen, wie sich das anhört. Erstmal hier alles mir anschauen. Ob es hier irgendwo was gibt. Dort hinten sehe ich einen Speicherpunkt. Den habe ich gesehen. So, ansonsten ist hier nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich werde trotzdem aber nochmal hier lang laufen. Aber hier ist wirklich nichts. Hab nichts übersehen. Stopp, Moment, das ging jetzt gerade ein bisschen zu schnell hier. Okay. Alles klar. Speicherpunkt. Ich könnte abspeichern. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ich bin zurückgelaufen. Ich bin zurückgelaufen. Ich bin zurückgelaufen, ich Idiot. Ich bin zurückgelaufen. Oh nein, wie dumm. Ich hab's nicht gerafft. Ich hab das zu spät gesehen. Das hätte bei mir schon Klick machen müssen, als ich den Speicherpunkt gesehen habe. Oh. Okay, stopp. Nein, nicht kämpfen. Nein. Oh nein, hier ist die Sackgasse. So, 4500 Kristallpunkte gab es hier. So, und ich möchte jetzt auf dem richtigen Weg bleiben. Kein Wunder, dass ich nichts gesehen habe, ne? Ja, wundert mich nicht. So, das hier ist der richtige Weg gewesen. Und als ich ihn besiegt hatte... bin ich auf den falschen Weg gekommen. Hier komme ich nicht weiter. Gut, hier konnte ich aber auch nichts mitnehmen. So, hier geht's weiter. Tada! Hier geht's weiter. Hier kann ich nichts mitnehmen. Gut, trotzdem nochmal alles überprüfen. Denn ich habe, ja, die letzten paar Tage viel Lost Odyssey gespielt. Und dort gibt es halt die Möglichkeit, wenn man Kisten im Spiel ausgelassen hat, dass man die im Auktionshaus ersteigern kann. Und ich habe so viele Kisten übersehen, wo ich mir dachte, wie war das möglich? Ja, und da habe ich jetzt immer so ein bisschen Panik. Okay, I don't know about this. We could fly. We can jump. Huh? What are you? Nothing to it! See you ground side. Wait a minute! You're all crazy! Don't want to get left behind, do you? Just remember, don't drop the gizmo. Bang! This thing? Okay! Na super. Oh Gott, der arme Chocobo. Sehr nice. Ja, ihm geht es gut.
So, und jetzt kommt Vanille. Haha, dachte es mir doch. You could have warned me. That's how they get around on Cocoon. That's how Light gets around. Let's go. Right. Okay, ich bin trotzdem noch mit euch unterwegs. Müssen wir kämpfen? Ja, sieht stark danach aus, aber als erstes mal schauen wir, was so hinter uns ist. Das nervt mich ja auch immer so, dass hier immer alles abgesperrt ist und dass ich nur einen Weg laufen kann. Das nervt mich hier so ein bisschen. Achso, da vorne würde ich gar nicht weiterkommen. Also ich gehe stark davon aus, dass hier irgendwas passieren wird, wenn ich die dann erledigt habe. Denn weiter komme ich ja nicht. Benutzen werde ich es tatsächlich. Okay, dann kann es losgehen. Oder komme ich da durch? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und Umschlag und Ruiga. Ja, das ist ja mal was Cooles. Ja, sehr schön. Sehr schön, das Ganze noch einmal. Sehr gut gemacht, Snow. Ja, das klappt ja doch hier so mit euch, ne? Wunderbar. So, einer ist schon erledigt. Und weiter geht's. So, ein Gott ist weniger. So, der nächste darf sich verabschieden. So, und weg. Und der nächste. Gardist Nummer D. Nummer, genau, Nummer. D ist eine Nummer. So, ich muss aber hier in die Heilerrolle. Das dauert mir schon wieder so lange. So, genau. Provozier die du mal mit deiner provokanten Art. Endgültig. So, okay, das reicht jetzt auch schon wieder. Es reicht. Es ist nur noch einer da. So, Schock und tschüss. Jawohl. Und? Ja, okay. Trotzdem nur 3 Sterne. Wahrscheinlich, weil ich in die Heilerrolle geschlüpft bin. Einen weiteren Booster haben wir bekommen. Okay. Aber ich kann jetzt tatsächlich außen rumlaufen. Wer steht denn da in der Mitte? Ah, okay. Ein Upgrade Soldier oder so. Aber in Ordnung, dich bekämpfen wir auch. Ich würde aber erst sagen, wir kennen erstmal den normalen Gardist. Die sollten wir als erstes bekämpfen. Sehr schön. Ostschlag. Ja genau, Ruiga und Rundumschlag. Das ist gut, das ist eine gute Kombo. Sehr schön. Und Ruiga. Das gefällt mir. So, nachsetzen. Und ein Gardist. Weniger. So, der nächste Gott ist, der sich verabschieden darf. Was macht denn der andere da? Irgendwie traue ich dem nicht. Der wird uns bestimmt auch noch gefährlich. Steht er bestimmt mit einer Panzerfaust oder so. Okay, hat nur ein Maschinengewehr. Hat er uns angegriffen? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nichts mitbekommen. So, und auch du bist dann jetzt erledigt. Vanille, Snow. Okay, ich wollte schon hochkommen. Ich dachte, ihr bekommt das nicht hin. Aber ihr habt es hinbekommen, erstaunlicherweise. 2405 Kristallpunkte. Eine Gegenstände. Komme aber weiter. So, Moment mal. Ich muss hier mal hinten dran gucken. Nicht, dass ich hier noch eine Kugel übersehe. Geht doch mal aus dem Weg. Meine Güte. Ihr macht euch auch breiter, als ihr seid. Nein, okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. So, geht mir schön aus dem Weg. So, hier ist nichts, hier habe ich ja geguckt. Okay, was ist hier los? Okay, 4 Stück? 5? Wie viele sind's? Das sind 4. Okay. Jawohl, Rundumschlag und Ruiga. Jawohl. So muss das sein. Das gefällt mir immer noch am besten. Zack, und im Schockzustand. Ist das nur einer, der im Schockzustand ist? Oder habe ich mehrere erwischt? So, der ist jetzt auch erledigt. Okay, nein, es reicht. Abbruch. Sehr gut. So, und dann? Ui, genau, rundum. Achso, jetzt setzt sie zweimal Rundumschlag ein. Okay, gut, dann möchte ich das mal selber probieren. Rundumschlag und Ruiga. Und Angriff. So, und Schock. Zack. Sehr schön.
Okay, ich sollte vielleicht demnächst auch auf meine TP achten und vielleicht mich bald demnächst heilen, aber... Hey, das geht auch so, oder? Kampfgebrüll. Muss nicht sein. Bist du im Hasszustand? Der ist im Hasszustand, oder? Das mögen wir hier gar nicht. Das wird hier nicht geduldet. Vanille. Aber sie lebt noch. So, Hypro-Schlag, komm, den haben wir schnell im Schockzustand. Und wenn wir den erstmal im Schockzustand haben, dann können wir ihn direkt nachsetzen. So, nachsetzen, hoch mit dir. So, und so gut wie erledigt. Jawohl. So, und wenn er jetzt unten aufkommt, ist er weg. Okay. Okay. Und 3120 Kristallpunkte, Unheilsfang und 2 Reißzähne. Dankeschön. So, wie sieht's hier aus? Hier ist keine Schatzkugel. Hier ist auch keine. Mensch, ich habe das nicht richtig gesehen, aber hier ist auch nichts. Ja, das, wenn ich Entwickler wäre, ich würde da vielleicht 1, 2 hin platzieren. Alles klar, ich bin bereit. Lass mich nur gerade hier noch gerade so um die Ecke gucken, ob es hier was gibt, was ich noch mitnehmen kann. Und sobald ich das überprüft habe, können wir kämpfen. Es ist soweit, wir können kämpfen. Dann komm mal her. Oh, hinter mir sind auch welche gewesen. Sind die respawned oder sind das jetzt neue? Ah, wir werden es gleich sehen. So, du bist ein ganz normaler Soldat, ne? Du warst jetzt nicht ein Jagdgeschwader. Und Umschlag und Ruiga, danke, dass du das von selbst einsetzt. Finde ich so wahnsinnig toll. Nachdem die letzten beiden Folgen so ein bisschen blöd gelaufen sind, freue ich mich hier. Sehr schön. Okay, jawoll. So, dann normal angreifen, scheinbar. Okay. Moment mal. Sind jetzt mehrere Soldaten? Nein, es sind immer noch die zwei. Was fliegt denn da so hinter dem rum? Was ist das? Ist das eine Bombe? Was ist das? Oh mein Gott, das ist nicht so toll. Ich möchte bitte, dass die mich in Ruhe lassen. Oh oh, ich glaube, die kommen auf mich zu, oder? Okay, jetzt sind sie weg. Nein, da sind sie noch. Vanille? Greifst du auch an? Ja, sie greift an. Okay. So, Rundumschlag. Signaldrohne. Okay, aber die gehen jetzt nicht in die Luft, ne? Oh oh. Oh my god. Oh, nein. Okay, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dann direkt in die Luft gehen, wenn ich sie erledige, aber die sind jetzt noch nicht da. Gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um dich. Wir haben aus unserem Fehler gelernt. Dann greifen wir erst dich an. So, Rundumschlag. Mir wäre eigentlich Ruiga nochmal lieber gewesen. Ich werde das jetzt selber nochmal probieren. So, Moment. Fertigkeiten, Rundumschlag, Ruiga. Ah, das geht doch eigentlich ganz flott. Oh oh. Zack. Okay, so, einer muss in die Heilerrolle. Es reicht, wenn einer in der Heilerrolle ist. Wir müssen nicht alle in der Heilerrolle haben. So, Snow müsste geheilt werden. Super, im Schockzustand. Wunderbar. Sehe ich sehr gerne. Komm schon. Oh, die Drohne ist da. Beide sind da. Beide Drohnen. Das ist nicht so toll. Streulaser. Nein. Das wollen wir so nicht. Blitzschlag. Komm schon. Wir haben ihn gleich. Ja. Und wir haben dich. So. Und die Drohnen sind weg, ne? Oder sind die trotzdem noch da? Oh, oh shit. Schirm. Schnell, Dankeschön. Ich dachte schon. Huh. Okay, wunderbar. So, Blitzschlag nochmal rüber wechseln. Na, komm schon. Ja, okay. Und jetzt hoch mit ihm. Ja. Und oben platt machen. Hallo? Kann ich hier ein kleines bisschen unterstützt werden? Warum teilt er so viel Damage aus? Snow muss immer so oft geheilt werden. Ja, das ist vielleicht auch meine Schuld. Ich habe nicht so oft mit ihm gespielt. Sorry, Snow. Du darfst dich jetzt hier an ihm rächen.
Am besten wäre es, wenn wir ihn jetzt auch in den Schockzustand bekommen würden, dass er dann nur noch nachsetzen muss und die Möglichkeit gar nicht hat, dich anzugreifen. So, komm, schnell. Konnte ich es noch verhindern? Ja, gerade so, dass er Snow nicht erledigt. So, okay, nachsetzen. So, Vanille. Genau, sorg dafür, dass er oben bleibt. Gut, und ich mache ihn fertig. Sehr schön. Okay. Ja. Okay, super. Innerhalb von 2 Minuten 20 vorgegeben war 5.13. Sehr gut. 3.900 Kristallpunkte. Chopham-Panzer? Einen Chopham-Panzer? Okay. So, was passiert, wenn ich jetzt weiter vorlaufe? Achso, nein, ich muss das hier aktivieren scheinbar. Nee. Ah, das hier. Okay. Okay, alles klar. Dann benutzen wir es doch mal. Cavalry's here to, They're here for Orphan. If it's close to the Falsi Eden, they're probably headed for the heart of the Sanctum. Right. And if they destroy it, bad things are gonna happen. So long, Cocoon. Then we better get there before they do. Damn yeah. Straight. Uh-oh. Let's move! Hey. Oh my god. Behemoth, ne? Mit oder ohne Klinge? Mit Klinge. Sehr schön. Hi. Schön, dich zu sehen. Du weißt, du bist mein Lieblingsgegner und du wirst es vermutlich auch immer bleiben. Aber hier bist du halt immer so ein bisschen viel aggressiv. Das muss doch nicht sein. Behemoth. Du bist der König, Behemoth. Solange du kein Meteor einsetzt, wenn ich dich erledige. Aber das dürfte ja normal nicht der Fall sein, oder? Waren das vorher auch König Behemoths gewesen? Wirkt hier Manipulator nicht? Doch, müsste. Benio, komm. Debrot ist okay. Kannst du auch Gift? Okay, Morbid wirkt. Das ist schön. Gift wäre auch... Voll Swag. Gift ist super. Du musst es nur wollen. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Ja, ich wollte es gerade tun. Bin ich tot? Nicht ganz. Ich bin nicht ganz platt. Nur so halb. Gut, dann machen wir weiter. Achso, er ist in der Verteidigerrolle. Ja. Ja, jetzt ist er wieder komplett hochgeheilt, ne? Genau, und jetzt geht's erst richtig los. Okay, Verteidiger, Manipulator, Verheerer. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dieses Paradigma ist... Oh, oh. Gut. Komm schon. Feuer, warum Feuer? Oh nein. Ich wäre so gerne im Hasszustand. Okay, er hat noch eine weitere negative Zustandsveränderung. Und die dritte ist auch da. Sehr schön. So, Gift. Kannst du es mal mit Gift probieren? Vanille? Nee? Die macht jetzt auch nichts mehr, ne? Okay, alles klar. Dann scheint er wohl dagegen immun zu sein. So, gut. Dann wechseln. Dann kann sie uns heilen. Und wäre schön, wenn wir dich jetzt demnächst in den Schockzustand versetzen können. Oh, oh. Nicht so gut. Nicht so gut. Oh, Vanille, nicht gut. Okay, Moment, ich muss. Nein, das hier ist auch nicht so toll. Nee. Nein. Das bleibt so, wie es ist. Okay, wir haben ihn aber gleich. Gut, zweiter Versuch. Oh, ich hatte ihn fast, ne? Und dann kommt er auf einmal mit diesem Monsterschlag und ich war weg. Ist nicht so toll.
ist nicht so toll. Vanille mit Eis. Warum Eis? Besitzt du kein Eis da? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wird schon so sein. Also sie greift normal an. Obwohl mir das hier ja dann noch ein Tick besser lieber wäre. Genau, dann so ist das besser. Er verträgt auch gar nicht so viel, ne? Also, es war halt echt nur blöd, dass ich eben gestorben bin. Ich habe da nicht so aufgepasst. Ich habe da auf meine TP nicht so geachtet. Wird mir immer so ein bisschen schwer. Genau, ich glaube, ich bin wegen diesem Angriff gestorben. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich werde dich jetzt auch nicht heilen, Snow. Ne, also. So. Jetzt werden wir dich heilen. Ja, er ist jetzt auch komplett nochmal hochgeheilt, ne? Nur der Schockzustand dürfte gleich sein. So, wir werden hier rüber wechseln. Genau, er ist komplett hochgeheilt wieder. Blitzra, von mir aus. Aber schön Snow angreifen, ne? So, die Wall setzt hier ein. Okay, hat gewirkt. So, ich muss nur geheilt werden. Ich bräuchte noch einen Heiler. So. Dann bleibe ich jetzt vorerst mal in der Brecherrolle. So, Snow wird noch nebenbei geheilt. Also er heilt sich selbst. Auch gut. Wie viel Schaden Lightning austeilt, ne? 23.771. Und das, obwohl er nicht im Schockzustand ist. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Ich würde sagen, das reicht. Ich möchte in den Blitzschlag wechseln. Oh my god. Ja, das schaffen wir. Ja, er ist schon erledigt. Schade. Ich wollte ihn eigentlich noch in den Schock versetzen. Aber okay. 4000 Kristallpunkte haben wir hierfür bekommen. Keine Gegenstände. Finde ich ein bisschen schade. Oh, hi. Die kennen wir doch. Die haben wir damals nicht geschafft. War optional, glaube ich, auch. Also man hätte das Ganze auch umgehen können. So, hi. Stürmen die direkt auf uns zu? Nein. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Oh, da vorne sitzt jemand. Und da steht jemand. Mal gespannt, ob ich mit denen reden kann. Denn ich werde jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Und... ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.